Hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele, zu diesem wunderbaren, schönen Heaven's Door Frühlingsanfang. Yeah! Endlich ist es soweit. Auf Cynthias Channel gibt es eine neue Dekoration. Ja, ich habe heute ein bisschen umdekoriert. Ich dachte, ich nutze gerade den absolut verregneten Schneeregen-Hodu-Wettertag, um ein bisschen neu zu gestalten, ein bisschen neu zu schauen, was es denn hier für uns sein in diesem Frühling. Und habe gedacht, ich möchte gerade als erstes mit einem Frühlingsorakel anfangen, wo du kannst schauen kannst, wie deine Entwicklung weitergeht bis und mit Ostern. Ja, also es ist jetzt nicht mehr lang, es sind noch knapp 2 Wochen, dass du einfach kannst schauen kannst, wie sind so die Energien bis und mit Ostern, woher darf es gehen bis und mit Ostern, so dass du einfach auch weißt, okay, das sind die Trends, in die Richtung darf es gehen. Das ist so das, was mir gefällt. Und an diesen Themen darf ich für mich weiterarbeiten. Und lass uns doch einfach gerne schauen, um was es hier bei dir gehen darf. In welche Richtung, dass es dich zieht. Ich habe für dich 2 Orakel parat gemacht und auch 2 Auswahlhilfen dazu genommen. Und das sind so 2 Tonkrügel. Das sind so leichter Krügel, die wir in Indien brauchen. Und wo wir dann so Öllämpchen daraus machen und dann noch so eine Tochter rein und die dann die anzünden. Und das sind 2, die du darfst aussuchen davon. Du darfst natürlich auch beide schauen, selbstverständlich, was dich mehr lustet. 1 mit dem Ohmzeichen drin und 1 mit so einer wunderschönen Blume drin. Schau mal an, was dir hier lustet. Wenn du einen Moment Zeit brauchst, dann nimm dir die Zeit. Dann gibt es jetzt einen Glockenschlag, für dass das für dich kannst du reinspüren und schauen, was zu dir möchte ich kommen. Bing! Wunderbar! Schon eine sehr heilsame Energie, die sich geöffnet hat. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch gerade. Wir starten mit dem ersten Reading hier. Und zwar hier mit dem Tongefäß, mit dem Ohm-Symbol drin. Ohm. Möchte ich in die Unendlichkeit führen? Möchte ich ein Gefühl geben, was es mit der Unendlichkeit auf sich hat, weil es ein Aspekt ist, wo du eigentlich im Grund von deiner Seele bereits schon bestens kannst. Aber die Perspektive als Mensch in die Unendlichkeit dürfen zu schauen, ist natürlich nochmal etwas ganz Besonderes und etwas ganz Wertvolles. Und genieß das. Genieß die Zeit bis Ostern, wenn immer du in einen kontemplativen Moment kommst, wo du für dich kannst sein, wo du für dich kannst sinnieren, dass du spürst, dass die Unendlichkeit und das Universum immer für dich da ist, immer über dich wacht und dir hilft, dich zu erkennen aus diesen unzähligen Perspektiven und Facetten von deinem menschlichen Selbst und wie wunderbar und kostbar das doch ist. Nicht wahr? Es ist also nochmal eine Möglichkeit, bis und mit Ostern wirklich neue Blickwinkel einzunehmen und aus diesen neuen Blickwinkeln heraus auch die Gnade und die Dankbarkeit zu spüren, die einfach da ist. Für dein Leben und dass das etwas ganz Besonderes und Einzigartiges ist und wirklich etwas ganz Einmaliges, wo viele Seelen möchten und nur wenige können kommen und du bist hierher gekommen und darfst das Leben leben. Das ist einfach ein Geschenk. Ein Geschenk noch viel mehr, wenn du dich öffnest für das Bewusstsein. Wir schauen mal, was zu dir möchte kommen. Attraktivität,
Stiefmütterchen. Was ich bei dir als erstes gerade reinbekomme und spüre, ist, dass du jemand bist mit ganz starken magischen Fähigkeiten. In dir schlummert noch ganz viel magische Energie, die von dir möchte aktiviert und gelebt werden. Und das ist ein Thema, mit dem du stiefmütterlich umgegangen bist bisher in deinem Leben. Du hast noch nicht deine ganzen Gaben, deine ganzen Talente ausgebildet. Vielleicht auch gerade deswegen, weil du Angst hast vor Magie. Ja, weil du dem nicht traust oder weil mit dem auch viel Missbrauch betrieben worden ist oder weil es sehr oft auch so ein bisschen als Charlatanerie dahergekommen ist. Ja, vor dem haben wir ja alle Angst. Das ist auch normal am Anfang. Und das ist ein Thema, das für dich wie noch ansteht. Ich spüre aber auch, dass du aus vergangenen Leben viel Wissen mitbringst, um dich wieder zu öffnen und anzubinden an die alchemistischen Fähigkeiten, an die magischen Fähigkeiten, die du in dir innen trägst. Und dass das etwas ist, wo möchte ich zutage treten und möchte in die Welt kommen. Ich spüre aber gerade, wenn ich das alles zu dir sage, dass du ganz vorsichtig musst sein und das ist noch ein alter Hint, der noch in deiner Energie wirksam ist, dass dein Ego stark könnte werden oder deine magischen Fähigkeiten könnte missbrauchen, damit du dich in den Vordergrund stellst, dass du dich gesehen fühlst. Und das ist etwas, was zu vermeiden ist. Du musst erkennen, dass wenn du in irgendeiner Form magisch, spirituell, heilend oder auch gar medial, in der Medialität tätig wirst, dass das etwas ist, wo dein Ego nichts zu suchen hat. Und das sind die alten Vorurteile, die du möglicherweise auch auf andere projizierst, die von dir in aller Klarheit und Deutlichkeit möchten angeschaut werden. Schaff immer zum höchsten Wohl, falls du schon in diesem Bereich schaffst. Und überprüf in diesem Kontext in jedem Fall auch deine Ängste, weil ich habe so das Gefühl, deine Ängste haben sehr eine starke Auswirkung auch auf deine Attraktivität. Umso mehr du in der Angstenergie inne bist, und das kann sich vielfältig zeigen und manifestieren, umso stärker schmälert deine Attraktivität. Und das ist wie noch so ein heilsamer Prozess, wo du drin bist, wo du durch reinkommst, auch dass du nicht oberflächlich schaffst mit diesen Energien und Informationen, auch nicht irgendwie blöffend oder prahlerisch oder um eine Show zu machen oder die in den Vordergrund zu stellen, sondern dass du in erster Linie selber eigentlich auch immer noch die Heilung brauchst, das Wachstum brauchst, vielleicht sogar auch den Unterricht brauchst von einem wirklich geschulten spirituellen Lehrer, egal in welchem Fach. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Ausprägungen, du selber weißt, wo du unterwegs bist, falls das ein Thema sollte sein für dich, um das richtig können, auszubilden. Und das Befassen und der Abbau von deinen Ängsten wird für dich massgeblich sein, um deine Attraktivität, aber auch um deine Fähigkeiten und Potenzial noch stärker können, vorzubringen und die auch in die Welt können tragen und die können zeigen. Und es ist da wie auch noch ein Aspekt, der in der Angst hängt und durch das natürlich auch wie so dein eigenes Licht dimmt. Wenn das ausgeglichen ist, dann kommt es dann von allein auch zu einer Heilung, zu einer Lösung und auch zu einem richtigen Einsatz. Ja, das ist sehr wichtig, dass du das weißt, von einem richtigen Einsatz von deinen Fähigkeiten und auch von deiner Macht, wenn man das so sagen kann. Und Macht ist nichts Negatives, es muss einfach richtig eingesetzt werden. Wenn es in die Manipulation geht, über das Angstfeld und über das Angstfeld genährt das Ego, dann ist es manipulativ. Auch dir selbst gegenüber. Es enthält dann auch einen selbstbetrügerischen Aspekt und das muss auf jeden Fall angeschaut werden. Und darum sehe ich wirklich auch hier die Führung wirklich von einem
guter spiritueller Lehrer, wer auch immer an deiner Seite ist, mit wem auch immer du in Unterricht gehst, sei das in der Medialität, in der, egal welches Fach, ja, in der Astrologie, in der Tarosophie, in was auch immer, ja, du wirst es wissen, wird dir helfen, dort auch nochmal einen ganz klaren Fokus auf deine Schattenthemen zu werfen. Sehr wichtiges Thema, weil es möchte auch etwas ausgeglichen werden. Und ich nehme auch wahr, dass es Aspekte in dir gibt, die sich sehr alt anfühlen. Also wo du auch vielleicht ein bisschen, das ist auch ein bisschen ein Schattenaspekt, den ich hier wahrnehme, wo du dich vielleicht auch ein bisschen überlegen fühlst, gewissen anderen Menschen gegenüber. Und die Überlegenheit, die gilt es eigentlich auch, das kommt auch vom Ego her, das kommt auch ein bisschen aus der Hochmutsenergie her, daraus rauszunehmen, um wirklich einfach nicht irgendwie etwas Schauspielern gegen aussen, geschweige denn mit dem, was ist, zu prahlen oder zu bluffen. Ja, wir sind hier alle gleichberechtigt und es geht darum, einen gleichmütigen Umgang von deinen eigenen Fähigkeiten zu finden. Das ist das eine. Und das spielt auch gar keine Rolle, wenn du sagst, mit Magie und mit all dem habe ich gar nichts zu tun, dann du willst wissen, in welchem Bereich das ist. Es geht einfach darum, so ein bisschen vom Ross oben runter zu kommen. Und auch, ich spüre wirklich, es gibt so Anteile in dir, die sind so alt und streng. Ich spüre eine Strenge auch. Und diese Strenge, die möchte abgelegt werden zugunsten von jugendlicher Frische. Ja, etwas ist wie verhockt und alt in der Energie. Wir haben hier als zweite Karte für dich vier von den Schwertern. Und vier von den Schwertern zeigt eigentlich auch auf, dass du sicherlich bis mit Ostern noch viel Zeit brauchst, um das überhaupt zu verstehen. Vielleicht ist es für dich noch gar nicht so verständlich oder gar nicht so sichtbar, was ich dir hier sage. Und es ist ganz wichtig für dich zu wissen, dass das etwas ist, was sehr auch über die Traumebene zu dir wird reden, wo du auch über Träume sehr vieles wirst verarbeiten können. Und ich nehme auch wahr, gerade mit dem Stiefmütterli, wo wir hier haben, plus die vier von den Schwertern, dass es um eine Verjüngung von deinen Energien geht. Ja, wo ich auch wahrnehme, dass es so wie ein verletztes inneres Kind gibt, wo gerade auch aus dieser Verletztheit heraus sehr häufig vielleicht im Leben so das Gefühl gehabt hat, es müsse sich beweisen mit dem, was es kann. Und das ist wie ein alter Schmerz, den ich hier spüre bei dir, verbunden auch mit Leistungserbringung, dass du zeigst, kannst zeigen, wer du bist, was du kannst. Und dort musst du ganz vorsichtig sein und dich gut selber überprüfen, wo du aufgrund von einer alten Verletzung von deinem inneren Kind her rührend vielleicht immer wieder so in ich beweise es, ich zeige es, ich bin bereit, viel Leistung zu erbringen, ich bin bereit, viel zu schaffen, in so ein Muster reingekommen bist, wo dich in dieser Zeit, wirklich in dieser Zeit, immer wieder auch in eine Erschöpfung oder in eine Ermüdung oder auch in eine Grenze von deiner Kraft gebracht hat, weil das Muster möchte und muss gebrochen werden. Und das ist auch ein Muster, das dich einfach unglaublich schwer macht und lässt alt sein lassen. Und die Heilung erfolgt über die Heilung von deinem inneren Kind und auch zu erkennen, wo sich dort eben die Ego-Aspekte, weißt, das wechselt dort ganz stark mit dem Ich und mit dem Ego ab. Das Ich ist ja grundsätzlich gut, aber wenn es eben zu viel wird und es auch wie einen Schatten ausbildet, dass du da wie eben, wie ich es da schon gesagt habe, so ein bisschen manipulative Energien reinkommst, dann ist es zu viel von der Ich-Kraft und es geht in den Schatten vom Ego. Und das hat mit so Leistungsbeweisen zu tun, die ich bei dir schon vornehme. So richtig, jetzt zeige ich es dir, jetzt zeige ich es euch auch noch und ich bin der Beste und ich beweise es. Ja, so, wo auch der Hinger eigentlich nichts anderes ist als ein ganz trauriges und verletztes inneres Kind, das auch fest einsam ist und wo noch so viel leisten kann, noch so viel Hausaufgaben machen, Prüfungen bestehen,
eine Ausbildung nach der anderen addieren, aneinander addieren, um einfach seinen eigenen inneren Schmerz nicht müssen zu sehen und nicht müssen zu fühlen. Das ist das, was sie hier vor allem wahrnehmen. Und das kommen dann so wie Federn oben runter. Ja, von der geistigen Welt. Und jetzt schneit es gerade ganz fest. Es ist wie so, als würden ganz viele Federn runterfallen, damit du das kannst erkennen an dir. Und bitte doch auch mal die Engel drum. Oder deine Geistführer oder wer auch immer, an was auch immer du glaubst, das Universum, Gott, die Quelle, dein höhere Selbst, dass das für dich sichtbar werden darf, das Muster. Weißt du, wo du so das Gefühl hast, ich muss jetzt um jeden Preis gewinnen oder ich muss um jeden Preis jemandem etwas beweisen, für das die Menschen dich so akzeptieren, wie sie sind. Und das ist gar nicht nötig. Das Allerwichtigste ist, dass du endlich mal in deinem Leben entspannen darfst, weil es gibt einen Anteil in dir, der sehr müde ist, der erschöpft ist, der möchte abblicken und wo du darfst einfach so lernen zu sein, wie du wirklich bist. Du musst nicht mehr. Ja, du musst nicht mehr. Du musst auch niemandem mehr gefallen. Sondern es geht um eine sehr tiefe Heilung im Rahmen von deiner Selbsterkenntnis und Selbstakzeptanz. Um das, wer du bist. Und dass du die Liebe von der Engelswelt, das spüre ich hier vor allem auch, wirklich darfst spüren. Ruf einmal die Engel. Ruf sie jetzt gerade. Wir machen das gerade zusammen. Ja, und da kommt so viel feine Energie. Und das ist gerade das Gegenteil. Von dem, ich zeige es euch, ich beweise es euch. Ich lasse mich nicht abmachen, ich lasse mich nicht erdrücken von den Forderungen vom Leben, sondern es ist ganz so fein, du musst gar nicht. So wie eine ganz feine Engelsstimme zu dir würde reden und sagen, du bist gut genug. Du genügst. Wir schicken dir Liebe. Du musst nicht über deine eigenen Grenzen hinaus schaffen. Du darfst auch Sanftheit und Zartheit spüren. Und spüren, was du für einen wichtigen und wertvollen Mensch bist in diesem Leben. Und somit deine Perspektive ändern. Und in die Selbstliebe und Selbstvergebung kommen. Dass du so viel von dir verlangt hast und von dir abgefordert hast. Und dass sie das schon sehr früh hat altern lassen. Dass du streng bist zu dir und somit auch zu den anderen. Dass du von dir und von den anderen so viel gefordert hast. Ja, spürst, das ist schon ganz eine andere Energie da. Ich-Kraft ist natürlich etwas unglaublich Starkes, gell? Durchsetzungsfähig, auch etwas Zähes, das zieht. Mir kommt auch gerade so wie Bachblüten auch in Sinn, die Eichen, die einfach kämpfen und Ausdauer um jeden Preis. Und das ist nicht nötig. Das ist einfach nicht nötig. Gut, jetzt schauen wir mal, was dir hier hilft, dass du hier rauskommen kannst. Wir haben hier schon ein bisschen erste Inputs bekommen. Es hat wirklich noch mit Angst zu tun von dir. Ich ziehe mal noch ein bisschen weiter. Wunderbar. Yes. Wir haben hier den Narr auf der Unterseite des Kartendeck. Also, ich zeige dir gerade mal, was da für Karten gekommen sind. Wir haben 8 von den Schwertern. Das ist eine Karte, die auch gerade jetzt im Portaltagsorakel gekommen ist, von der weiblichen Erotik, wo ich den Herren gesagt habe, sie sind hier im Schwerterring gefangen von der Selbstsabotage und von der Angst. Plus das Ass von den Kelchen und das Ass von den Stäben. Also 2 grosse Initiationskarten plus der Narr hier unten dran. Und ich spüre einfach, dass das, was du heute lebst, da, ja, mit den Themen, die ich vorhin gerade genannt habe, dass das wirklich einfach ganz starke Konditionierungen sind, die aus deiner Vergangenheit noch kommen.
Und dass die Konditionierungen von der Vergangenheit, ja, so wie du ins Leben gekommen bist, wie du dich als Mensch in deinem Leben positioniert hast, dass sie das sehr in ein enges Gefilde gebracht hat. Und wo du möglicherweise auch selber merkst und spürst, puh, ich bin da ziemlich eingesperrt und gefesselt und gefangen und ich komme da nicht draus raus. Und ich spüre auch, gerade wenn ich die Karte anschaue, eine unglaubliche Trauer, die auch in dir innen ist, gerade auch verbunden mit diesen Sehnsucht, die eigentlich deine Seele hat. Und mit dir möchte ich die Erfüllung bringen. Und es ist auch so ein Schmerz, fast schon ein Herzschmerz spürbar für mich, wenn ich so die Karte anschaue. Einfach auch um das, dass du nicht die kannst sein. Und vielleicht ist das wirklich ein altes Programm. Ich prüfe das ganz gut. Ein altes Programm, das du schon als Kind hast müssen, weißt, wie von reagieren auf das, was man vielleicht von dir gefordert hat. Und die reaktionären Verhaltensweisen haben dann eigentlich wieder dazu geführt, um dir die Liebe und die Wertschätzung und die Zuneigung von deinen Eltern, aber auch von deinem Umfeld sicher zu sein. Und du hast immer wieder auf das reagiert, ja, um dir dem sicher zu sein, dass du eigentlich gar nicht so richtig aus dir herausgekommen bist, aus deiner eigenen Komfortzone herausgebrochen bist. Ja. Und einfach, weil allen Aspekten dir in das Sicherheitsdenken hat, oh, ich brauche das ja, aber ich nehme auch wahr mit acht von den Schwertern, dass das Glaubensmuster sind. Also das heisst, du glaubst das. Und das, woran du glaubst, das ist für dich logischerweise dann auch wahr. Aber ich sage dir, mit diesen Karten hier, und da ist auch eben ein Stiefmütterli hier, viel Violett, ich habe auch gesagt, alchemistische Energien, die auch für dich da sind, dürfen diese Energien durchbrochen werden. Und was dir hilft, wirklich hier aus dieser Selbstgeißelung und aus dem selber gemachten Gefängnis, von der Selbstsabotage, daraus rauszukommen, ist auch, dass du selber darfst erkennen, dass das ein Muster, ein Glaubensmuster von dir ist, dass es so sein muss und dass es gar nicht der Wahrheit entspricht, auch nicht der höheren Wahrheit, die für dich bestimmt wäre. Und dass das, was dir wirklich wird helfen wird, ist, dass du da ins tiefe Fühlen durch ja, all diesen tiefen Regungen von deinem Herz durch noch fühlen. All dem darfst du nachfühlen und auch noch träumen. Ja, sie ist ja hier auch ein bisschen am Träumen mit ihrer Mondsichel. Dem darfst du noch träumen, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst und was du möchtest. Und ich spüre ganz so ein vibrierendes, warmes Herz, wo auch ganz tief fähig ist, Liebe zu geben, Liebe zu empfinden. Und zwar echte Liebe, ja, nicht nur Pseudo-Liebe. Das möchte ich an dieser Stelle erwähnen, weil wir mit dem Ass von der Kelche zu tun, wo die Liebe einfach aus deinem Herz rausplatzen möchte. Und du siehst ja, da ist der Kelch und der ist wie übervoll und sie träumt so und er überfließt da und da fließt schon in eine kleine Glunke rein und das Kätzchen trinkt aus dieser Glunke und da wächst etwas daraus raus und da hängen sie die Friedenstorteltube. Also es hat ganz viel mit Liebe zu tun und Liebe vor allem in erster Linie zu dir, zu deinen Wünschen und zu deinen Träumen, aber dann natürlich auch zu deinen allerliebsten Mitmenschen, die dir am Herz liegen, die dir wichtig sind. Und ich habe wie so ein bisschen den Eindruck, du verbietest dir das mit acht von den Schwertern aufgrund von irgendwelchen rationalen Überlegungen und da haben wir auch die Schwerter, weil die Schwerter stehen auch für einen mentalen Bereich. Und du tust dir das so wie selber verbieten mit deinen Gedanken und knebelst dich selber und geißelst dich selber und erlaubst dir das gar nicht. Dabei hast du so viel Liebe in deinem Herzen. Und, oder eine Fähigkeit, tief können zu lieben. Aber ein anderer Teil in dir ist total in der Angst gefangen. Also da ist auch eine gewisse Ambivalenz durchaus sichtbar. Ja? Verbunden auch mit all diesen Themen, die ich dir genannt habe. Und das Ass von der Stäbe sagt dir hier eigentlich auch in diesem Zusammenhang, hey, jetzt oder nie. Ja, jetzt oder nie, weil wir hier auch noch den Narr auf der Unterseite vom Kartendeck, wo eigentlich dir auch so viel wie möchte ich sagen, gang's an, nutz die Gelegenheit, nutz die Chance, die jetzt auf dich zukommt, um zumindest mal hier in einem klaren Kontext innen zu spüren, was sind meine Ängste und wie kann ich die
überwinden, weil das ist ja wirklich Einbahnstrasse, gell? So kommt es mir fast ein bisschen vor. Einbahnstrasse, wo du selber gar nicht mehr daraus rauskommst. Und du hast so viel in dir drin. Das ist wie auch ein bisschen Saturn-Energien, die ich hier sehe, die dich hier ausbremsen können und die dir eine Blockade in den Weg rühren wollen. Und es ist aber auch wichtig, dass du selber mit dir und in deinem Inneren erkennst, was gibt es denn in deinem Inneren noch an Blockaden, die dich hemmen, ja, die dich hemmen, so frei in deinen Ausdruck von deinen Gefühlen zu gehen. Und ich meine, was ist denn falsch daran, Liebesgefühl dürfen zu empfinden? Und die Liebe ist einfach das Einzige, wo die tief wird können heilen. Ja, es ist nur die Liebe. Und somit auch die Chance, mit dem Ass von der Stäbe wirklich ganz und gar jetzt dich zu entscheiden, in die Richtung zu gehen und zumindest mal hier die blockierenden Ängste können anzuschauen, auch zu erkennen, von wo kommen eigentlich die ankonditionierten Muster, vermutlich aus deiner Familie, ja, aus deiner Ursprungsfamilie, wo du Kind bist, und wo gehst du mit deinem Ich Vollgas zulasten von deinem inneren Kind, wo eigentlich sehr müde ist und auch sehr erschöpft ist von diesen Energien, wo du das Gefühl hast, ich muss das machen, ja, ich habe die Verantwortung oder was auch immer, gell? Also ich meine, das ist etwas, wo du ja auch so ein bisschen wie in Rolle gedrängt worden bist oder gekommen bist, wo vielleicht gar nicht mit deinem innersten Stimmung war, ja, also überprüf das gut. Und mit dem Narr möchte ich definitiv ein Neuanfang kommen. Wir haben auch noch zwei von den Münzen auf der Unterseite. Und eben, da sieht man schon so ein bisschen die Ambivalenz. Also, es ist so ein bisschen ambivalent bei dir, weil du spürst es einerseits. Andererseits sagt dein Glauben und deine Erziehung und deine Konditionierung nein. Aber das kommt aus deinen Ängsten raus. Es kommt nur aus deinen Ängsten raus, wo du dann ein rationales Programm an den Tag legst oder rationale Argumente, Strategien von dir selber verlangst, was schon wieder ein bisschen streng ist dir selber gegenüber, um dem wie zu entgehen, obwohl du ja weißt, dass du so eine Sehnsucht hast in die Richtung. Ja? Also darum Selbstsabotage, erkenne auch deine eigene Ambivalenz, wo du mit dir und mit deinem Leben in einer ambivalenten Haltung bist und wie viel Energie das zählt und dass das logischerweise zu nichts anderem als zu Erschöpfung führt, nicht wahr? Okay, jetzt schauen wir noch, was für eine Engel die möchte begleiten will. Bis so mit Oschere, dass dir das bewusst werden darf, dass du das erkennen kannst, dass du dich da nicht selber hintergehst und das Licht führst, weil das hat schon ein bisschen solche Tendenzen für mich. Wow. Mother Mary. Purity of heart. Conception, faith. Wow. Das ist ganz eine grosse Gnadenenergie, die ich hier spüre für dich. Schau dir unbedingt auch nochmal das Orakel von Liebe, welche die Menschheit heilt, an. Und ich spüre auch, dass dein Herz ganz viele Verletzungen erfahren hat in der Vergangenheit. Dass du ganz vielen Glaubensprüfungen bist ausgeliefert gewesen und dass das für dich mit sehr, sehr, sehr viel Schmerz Hand in Hand gegangen ist. Aber in deinem tiefsten Innersten spüre ich auch, dass du sehr eine starke, kraftvolle Person bist, die eigentlich dir gegenüber und auch dem, was du in deinem tiefsten Innersten fühlst, auch mit einer ganz grossen Loyalität und Treue gegenüberstehst. Du weißt, was Wahrheit von der Liebe im Grunde genommen bedeutet. Ob du im Aussen dem folgst, das ist etwas anderes, weil da haben wir wirklich auch sabotierende Energien, ja, weil der Kopf das nicht ganz zulässt und das Gefühl hat, das geht einfach nicht, weil bla 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 bla. Gell? Du wirst selber deine Argumente dir hier liefern, wo du dich selber als Licht führst damit. Gell? Aber mit Mother Mary kommt so eine Energie von der Wahrhaftigkeit und von der Liebe zu dir, wo du einerseits nochmal ganz klar deine Schmerzen darfst anschauen und auch dein akkonditionierte Verhalten gegenüber anderen, wie du immer wieder reagiert hast und darum auch immer wieder in gleiche Rolle gekommen bist, in schlechte Rolle gekommen bist, die dich belastet haben, wo man von dir auch ein verantwortliches Verhalten gefordert hat, das gar nicht zu dir passt. Ja? Und andererseits aber auch
die wirkliche Fähigkeit, tief zu lieben und auch einen sehr tiefen inneren Frieden dürfen zu spüren, den ich hier wahrnehme bei dir, wo auch zu dir möchte ich kommen. Und auch eine ganz tiefe Heilung von deinem verletzten Herz, von deinen verletzten Gefühlen, auch von deinem verletzten inneren Kind. Vielleicht auch, weil man schon als Kind so viel von dir gefordert hat. Und du immer auch in einer verantwortungsvollen Rolle bist gewesen. Vielleicht. Ja. Du hast nicht die können sein. Und das möchte ich heilen für dich. Okay. Das wünsche ich dir, dass du das kannst heilen. Ich sammle mal die Energie für dich. Spür mal nachher, wie das in deinem Herz vibriert. Das ist gut spürbar jetzt. Was es für eine Trauer auslöst in dir. Von altem Herzschmerz, der sich jetzt gerade am Lösen ist. Wo sich bis zu Ostern noch mehr wird spürbar zeigen. Und lieb dich selber fest. Vergib dir das. Dass du hier in diesen Rollen bist. Dass du nicht hast können, dich selber sein. Dass du aber jetzt mit dir und mit deinem inneren Kind in die liebevolle Heilung, Herzheilung gehst, dass du deine Ängste dürfst anschauen darfst, dass dein Herz darf vor lauter Liebe überfließen und andere darf berühren mit deiner grossen Liebe, die du im Herzen hast und dass deine Attraktivität darf gesteigert werden. Lass die Ängste los. Lass die falsche Ich-Kraft los, die nicht mehr notwendig ist. Du darfst so sein, wie du bist. Du darfst so sein, wie du bist. Ja. Wunderbar. Ich hoffe, es hat das Orakel hat dir gefallen. Dann nehmen wir das hier noch rüber. Und dann klären wir mal die Energie. Herzlich willkommen, Staffel 2. Bei dir geht es um ganz viel Freude. Um eine wirklich richtige Entfaltung und das Aufblühen, das zu dir möchte kommen. Lieblichkeit, Freude, Schönheit, die ich hier sehe. Und einfach so ein Glücklichsein mit dir und was dich in deinem Menschsein ausmacht. Gleichmut und Selbstzufriedenheit. Entspannung und Losgelöstheit. Das ist das, was ich bei dir hier sehe und wahrnehme. Und auch einfach Glück. Ja, wirklich.
richtiges Glück dürfen zu empfinden und freudvoll, gelassen dürfen zu sein mit dem, wer du bist. Sehr schön. Wunderbar. Wir schauen mal in deine Karte. Wow. Da kommt Ganzheit zu dir, schwarze Maulbeere. Und ich nehme wahr mit dieser Karte von der Ganzheit, dass es bei dir darum geht, deine Schattenaspekte zu integrieren. Schattenarbeit wird sehr wichtig sein für dich. Insbesondere auch diese Themen dürfen zu stellen, die für dich im sehr tiefen Verborgenen liegen, wo du vielleicht sonst nicht siehst und wo sehr wichtig werden für dich sein, um in eine Ganzheit zu kommen, um weiser zu werden, um Weisheit, Weisheit, ja, wirkliche Weisheit zu assimilieren und zu verstehen, wer du bist und somit auch zur Ruhe zu finden in deinem Leben. Und Entspannung und auch dem Gefühl von Ankommen in deinem Leben. Das nehme ich hier ganz eindeutig wahr für dich. Und Ängste, die sich für dich auch lösen dürfen, die irgendwie so ein bisschen in deinem System herumgeschwirrt sind, auch vielleicht Angst vor, es klingt jetzt ganz komisch, aber es ist jetzt gerade die Info, die ich hier bekomme, Angst vor dem Menschsein, vielleicht auch Angst vor Menschen, vor anderen Menschen, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Menschen. Es klingt jetzt völlig komisch, wie als wärst du ein Tier, gell? Aber ich nehme wirklich so ein bisschen eine Fremde wahr bei dir in Bezug auf das Menschsein oder in Bezug auf andere Menschen. Vielleicht bist du auch jemand, der sehr isoliert lebt oder der sich innerlich sehr distanziert hat zum Menschsein. Wir haben hier ja auch den Wassermann. Der Wassermann ist natürlich schon auch diesbezüglich sehr individualistischer Art unterwegs. Und deine Individualität möchte natürlich durch das noch mehr zum Ausdruck kommen. Und Individualisiertheit bedeutet natürlich immer auch Distanz zum Kollektiv. Ja. Und über die Distanz zum Kollektiv auch die in dem innen neu zu sehen, neu einzuordnen und aus dem heraus deine eigene neue Ganzheit auszubilden. Aber auch ganz eine tiefe Herzheilung und Herzöffnung, die ich hier wahrnehme. Und über die Herzöffnung wird auch nochmal viel Schmerz, Traurigkeit, Ängste aus der Vergangenheit, Ängste aber auch aus Inkarnationen, die aus dem alten Atlantis kommen, die ich hier auch wahrnehme, verarbeitet und abgeben. Ja, ich nehme wahr, dass es mit Themen zu tun hat, die mit Machtmissbrauch zu tun hatten, wo du in diesem Leben möglicherweise wieder erlebt hast. Aktiver oder passiver Art, das kannst du dir selber entscheiden. Aber auch, wo die sehr tief enttäuscht haben. Enttäuscht von anderen Menschen. Und da nehme ich vor allem eben auch so eine Distanz wahr, weil du so viele Enttäuschungen erlebt hast, vielleicht auch in Bezug auf andere Menschen, die vielleicht auch eben ihre Macht missbraucht haben, vielleicht auch gegenüber dir ihre Macht missbraucht haben, dass du dich dort hast von distanzieren. Und dass das eine grosse Traurigkeit, aber auch Angst, im Einzelfall auch Verzweiflung ausgelöst haben, die für dich möchte in die Heilung kommen. Und es ist wie nochmal wichtig, die Themen anzuschauen, um deine eigene Ganzheit dort daraus zu entwickeln und zu verstehen, warum die Erfahrungen für dich wichtig waren. Jetzt hat es gerade mega geblitzt, es donnert wie gewaltig. Und ich nehme dir das auch gerade vor, dass da richtig etwas muss geöffnet werden bei dir, und zwar aus deinem Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein drängt richtig dazu, dass du das angehst, dass du das begreifst und vorschau von verstehst, womit das zu tun hat, damit du nicht immer wieder die Schläge vom Aussen bekommst, um das richtig können zu befreien. Wenn du das befreit hast, wenn der Knall so richtig eingeschlagen ist, der Blitzschlag und der Donnerschlag, dann wird sich da wirklich etwas lösen können. Und du wirst nicht mehr so ein geschlagenes Opfer sein von den Umständen. Und die Kennung von der Scheiben ist da. Also das heisst, das geht auch um Themen von Wert, von Selbstwert und auch neue Wertigkeiten in unsere Gesellschaft können. Wahnsinn! Wahnsinn! Die Blitze! Hey, das ist ja Wahnsinn, wie das hier donnert. Um die neuen Werte zu etablieren.
König von der Scheibe ist natürlich der Münzkönig, gell? Wir haben auch den Cäsar drauf. Cäsar, ja. Und es geht somit auch um Aspekte von der männlichen Macht, die ich hier auch geworden habe, die sich auch über das Frausein natürlich äußern kann. Damit eben gerade auch aus aktuellem Anlass kein Machtmissbrauch, keine Misswirtschaft etc. darf stattfinden. Und ich habe so das Gefühl, das ist ja nicht für jeden gleichermaßen bestimmt, schon in so hohe Energien zu kommen. Erst recht nicht in so hohe Führungsenergien. Ja, die allermeisten sind noch nicht so weit, sie sind noch nicht so reif in ihrer persönlichen Entwicklung. Aber du schon, du schon. Und für dich kann es sein, dass bis mit Ostern noch so 2 bis 3 Donnerschläge, Blitzschläge wird geben, damit du kannst erkennen, was eine verantwortungsvolle Führerschaft bedeutet, damit du auch kannst erkennen, was bei dir in deiner Angst war, wo du vielleicht auch Angst gehabt hast aufgrund von Führung, aufgrund von deinem Führungsstatus vielleicht auch, falls du Führungsfunktionen hast. Und die haben wir ja alle. Also man kann auch als Hausfrau eine Führungsfunktion haben, indem man seinen Haushalt führt, seine Kinder führt, ja. Wo du vielleicht eben auch aus gewissen Ängsten gegenüber deinem Volk oder deinem Untertan oder deinem Führungsbereich. Yes, es geht, das ist ja Wahnsinn. Also der Turm, he, jetzt hat es sicherlich schon 3-mal gedonnert. Also der dreifache Turm, der hier für dich darf geschehen. Du darfst erkennen, dass du nicht aus einer Angst heraus musst führen, um es den anderen recht zu machen. Das nehme ich hier ein bisschen. Ich nehme ein bisschen so, wirklich so ein bisschen weiche Führungsenergien wahr, die immer noch Angst regiert führen und darum vielleicht nicht immer ganz so konfrontationsfreudig sein in Bezug auf Ansagen gegenüber deinen Mitarbeitenden oder dem Bereich, wo dir unterlegen ist. Also, wo dir wo du in deinem Führungsbereich hast. Das kann eben, wie gesagt, auch Kind sein. Ja? Also eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit wird auch von dir gefragt sein in Bezug auf deine Wahrheit. Ja? Und mit Wahrheit meine ich nicht im Sinne von ein selbstgefälliges Verhalten, um die anderen stillzuhalten, sondern wirklich auch dort und da durchzugreifen und die Wahrheit auszusprechen. Und das wird wie so eine Prüfung sein für dich. Das habe ich schon auch ein bisschen den Eindruck. Oder es wird zu Auseinandersetzungen oder auch Konflikten oder eben auch so Donnerschläge kommen, damit wirklich eine wahre Führungskompetenz ausgebildet werden kann, damit die alten Angstthemen ja, richtig aufgeräumt werden bei dir, damit du kannst frei werden kannst. Und dass du in Bereiche reinkommen in deinem Leben, die sich für dich dann wirklich auch stabil anfühlen, kraftvoll anfühlen, wo auch eine gewisse Wertschöpfung vorhanden ist, wo wirklich sehr, sehr wichtig wird sein, um zu sagen, hey, ich habe meine Ganzheit erreicht, ich habe meine Aufgaben, meine Lebensaufgaben verstanden und ich bin die angegangen und ich habe nicht gekuschelt. Ja? Ich nehme ein bisschen die Tendenzen wahr, dass da zum Teil, nicht bei allen, aber so ein bisschen weiche Führungsenergien vorhanden sind, die auch ein bisschen gekuschelt worden ist, wo man vielleicht auch gewissen Konfrontationen oder Konflikten aus dem Weg gegangen ist, nur um den Haussegen aufrechtzuerhalten. Und das kann überall sein. Das kann in der Beziehung sein, das kann wirklich auch in deinem realen Leben sein, in deinem Berufsleben, falls du eine Führungsfunktion hast. Ja, oder auch eben in der Familie oder auch in der Partnerschaft, wo Ängste um sind und du deswegen immer so ein bisschen wie die wirklich klein gemacht hast. Wir schauen mal, was es braucht, um das jetzt zu erlösen für dich. Sehr interessant. Es wird dich befreien und du wirst zu mehr Stabilität kommen. Das ist ganz klar. Das nehme ich hier ganz eindeutig vor. Wow. 2 von den Kelchen. Spür mal in dich rein, was dir so fest Angst macht. Spür wirklich mal rein und pausiere vielleicht auch mal das Video, bis du das für dich so ein bisschen rausgespürt hast. Die Welt.
Marge von der Stäbe. Acht von der Münze, hast du das Gefühl, dass es irgendwie mit deinem Berufsleben zu tun hat? Unter anderem. Und dann noch der Page von der Stäbe. Also grösstenteils. Es muss nicht nur, aber grösstenteils. Also, um das können zu integrieren, zwei von den Kelchen, die Welt, die Page von den Stäben. Was ich spüre für dich, ist ganz wichtig, dass du in Zukunft, wo immer du bist, nur noch Partnerschaften und Beziehungen, auch im Businessbereich, spielt gar keine Rolle, wo eingehst, wo dir in jedem Fall, wo du von ganz tiefem Herzen her weisst und spürst, dass es die richtigen Beziehungen sind, die richtigen Partnerschaften, die richtigen Mitarbeitenden. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und ich habe wirklich das Gefühl, wenn du das nicht machst, dann wirst du immer wieder so konfrontiert werden von diesen Schattenaspekten, die in deinem Inneren noch sind. Weil du nicht deine Wahrheit sprichst, weil du einen schlechten Kompromiss eingegangen bist, der dir eher geschadet hat. Das nehme ich hier einerseits wahr. Andererseits ist es wirklich wichtig, etwas in dir innen möchte ich heilen, damit du in Bezug auf deine Partnerschaft, auf deine Beziehungen auf Augenhöhe kannst kommen. Und das hat unter anderem auch hier mit deinen Schattenthemen zu tun, die aus dem Verborgenen kommen, aus dem Unterbewusstsein, wo die hemmen auf gleichberechtigter Ebene in ein glückliches, partnerschaftliches, liebevolles Leben können zu kommen. Wenn dir das gelingt, das können zu integrieren, und das ist das Mal, wo dann, sei das am Arbeitsplatz oder auch in der zwischenmenschlichen Beziehung daheim, weißt, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, falls du jemanden an deiner Seite hast, wenn das gelingt, dann wird wirklich ein ganz grosser Prozess abgeschlossen sein und du wirst endlich Entspannung finden mit diesen Themen, die dich so lange beschäftigt haben, über all die Jahre hinweg. Überprüf bitte sehr, 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 sehr gut, wo hast du dich vielleicht in der Vergangenheit in schlechte Beziehungen begeben, die dir nicht so gut getan haben und die auf deine eigenen Kosten und Ressourcen gegangen sind. Und ich nehme auch wahr, dass das bei dir unter anderem auch ein bisschen karmisch verursacht worden ist, dass du Beziehungsmuster hast müssen eingehen mit Menschen, mit denen du noch eine wichtige Lernaufgabe gehabt hast, beidseitiger Art, gegenseitiger Art. Aber ich nehme auch wahr, dass die Zeit, in dieser Zeit, in diesen Tagen so weit ist, dass du das wirst loslassen und wirst transformieren und wirst bereinigen, um wieder in ein glückliches Dasein zu führen. Also es wird sich für dich auf jeden Fall lohnen und du wirst auch die Stabilität, ja, die Freude, die Genugtuung, der Spass, das Glück und einfach auch eine tiefe Entspannung in dir innen können spüren. Und somit auch einfach wie so ein bisschen können zurücklehnen und auch die Sachen vielleicht nicht mehr ganz so ernst nehmen, wie das vielleicht früher der Fall war. Ich nehme auch bei dir wahr, es dürfte ein bisschen mehr Leichtigkeit reinkommen. Vielleicht war das auch etwas, was dir in der Vergangenheit gefällt hat, mit dem Barschen von den Stäben, wo du einfach auch für dich nochmal schauen darfst, was gibt es denn noch für Lebensbereiche oder Lebensthemen, die dir Freude machen, die dir gut tun, ja, wo du weißt, ah, das möchte ich eigentlich schon lange mal machen, aber habe ich irgendwie nie gemacht, weil ich nie Zeit hatte, weil ich immer gearbeitet habe, was auch immer, ja. Und wo du vielleicht auch nicht immer ganz so leicht hast können sein, ja, vielleicht auch, weil du eben da immer so eine Etikette hast müssen wohren und darum dir so ein bisschen die Leichtigkeit in deinem Leben abhanden gekommen ist. Und das geht auch darum, für dich nochmal anzuschauen, was macht dir wirklich Freude? In welche Richtung zieht es dich? Und wo hast du eigentlich auch so ein bisschen wie Lust, ein Kapitel von deinem Leben abzuschließen, um eben genau auch in die Ganzheit zu kommen, um die Freude in deinem Leben gut zu spüren und gut können, mit dir in einen harmonischen Einklang und aber auch in einen neuen Anfang, den ich natürlich auch spüre für dich, dürfen zu kommen und einfach auch ein bisschen Gelassenheit walten zu lassen. Das nehme ich auch wahr. Ich nehme so ein bisschen Strenge wahr, die ein bisschen komische Strenge ist. Ja, einerseits so verbunden mit ganz viel Pflichtbewusstsein und Sachen gut zu machen, aber dann gleich irgendwo auf einer anderen Ebene nicht ganz so, wie man es vielleicht im klassischen Sinn könnte, führungsstark, dass du die ganze Schöne durchsetzen, sondern auch vielleicht ein bisschen aus Angst vor dem, wie andere könnten reagieren, wenn du die durchsetzen würdest.
dass du dann einen Schlag könntest bekommen oder dass man dann schlecht wird über dich reden oder dass du dann nicht so beliebt wärst oder was auch immer. Das ist so ein bisschen Liebdienerei-Verhalten, das ich dadurch spüre, dass das bei dir darf in die richtige Richtung kommen und darf heilen. Und das hat natürlich auch wiederum so mit inneren Kindthemen zu tun, aber vor allem noch viel mehr mit diesen Schattenthemen aus vergangenen Leben. Und auch mit Themen, die du vielleicht im Rahmen deiner Beziehungen mit anderen Menschen hast, wo auch ein Aspekt von Angst mitschwingt, ja, wo die hemmt, in eine glückliche, gute und gesunde Beziehung zu gehen. Und das kann sein, muss aber nicht, das kann sein, dass das mit Menschen zu tun hat oder mit Begegnungen zu tun hat, die über deinen Arbeitsplatz zu dir gekommen sind. Ja, wir haben hier 8 von den Münzen, die über deinen Arbeitsplatz zu dir kommen. Und, oder, aber auch, aber das ist eher ein kleinerer Fall, über das Privatleben. Ja. Und vielleicht auch, was ich auch ein bisschen wahrnehme, ist auch über Liebe am Arbeitsplatz. Weil wir haben hier einerseits so Arbeitsenergien und dort 2 von den Kelchen, was aber auch andeuten kann. Es geht auch um wirklich gute Partnerschaftsbeziehungen am Arbeitsplatz im Businessbereich, wo für dich wichtig wäre. Ja? Und keine schlechten, faulen Kompromisse einzugehen. Ja, wir schauen mal hier noch weiter. Also hier wird auch noch recht beschleunigt mit dem Wagen für dich. Also es kommt viel Energie rein, dass du dir diesen Themen stellst. Und mit der Sonne sieht man eigentlich auch, da möchte eigentlich auch ganz viel Freude wieder zu dir kommen. Also die Ängste auch hier, vielleicht auch, die aus der Vergangenheit kommen, aus der fernen Vergangenheit wie aus vergangenen Leben, das möchte durchtrennt werden. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wenn die Schattenthemen gelöst sind, die bei dir so viel Ängste verursachen, dann bist du dann auch wie frei, beziehungsweise freier von Projektion und kannst einfach mehr die sein und wirst auch die klarer können spüren. Du wirst auch spüren, woher die Weg die möchte führen und du wirst mehr Stabilität bekommen in deinem Leben und Gelassenheit. Und das ist, glaube ich, mal sehr guter Ausblick, nicht wahr? Ja, interessant. Sehr interessant. Ich spüre wirklich sehr starke heilende Energien, die wirklich auch aus dem Unterbewusstsein zu dir möchten durchdringen. Und wo sich auch ganz vieles aus dem Unterbewusstsein bei dir möchte lösen, wo du im Aussen eben auch projizierst. Weil das Unterbewusstsein hat natürlich immer mit den ungelösten Aspekten zu tun. Und wenn die ungelöst in deinem System innen rumgammeln, dann führt das immer zu Projektion. Und das möchte in eine Befreiung kommen. Also du kannst es in deinem äußeren Leben eigentlich nur noch ablesen, was die triggert und wo deine Lernthemen sind. Es ist eigentlich ganz einfach. Und es hat irgendwie etwas mit Führung zu tun oder mit Partnerschaft, mit Beziehungen und mit dem Thema Macht, Machtmissbrauch. Auch karmische Beziehungen nehme ich hier vor. Gut. Wow. Ganz interessant. Da kommt Segment. Ich muss immer an Beyoncé denken, wenn ich sie hier sehe. Fierceness. Destruction. Rebuilding. Ich sehe hier ganz eine starke Energie, auch eine dominante Energie, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wo nicht nur sympathisch ist. Und vielleicht hast du mit Menschen zu tun oder du bist Opfer geworden von Menschen, die so stark und so dominant waren, die dir Angst machen. Und genau diese Themen, aktiv oder passiv, gell? Entweder bist du das, ganz stark, wo dann das auch sehr dominant auf andere wirkt, oder du hast mit Menschen zu tun gehabt, die sehr dominant opulent waren und die dich dann so wie erdrückt haben. Auch ein gewisser Stolz kommt mir hier rein. Und
so ein bisschen arrogante Attitüde nehme ich hier auch wahr. Und das hat wirklich mit dem tiefen Heilen von ganz alten Ängsten zu tun. Und ich nehme auch wahr, dass du auch dein Selbstvertrauen auf einer ganz tiefen Ebene möchte geheilt werden. Dass deine Lebenskraft auch auf einer ganz tiefen Ebene möchte geheilt werden. Und dass man dir das im Aussen gespiegelt hat. Dass du mit Menschen in Verbindung gekommen bist, die so stark waren, so opulent, so kraftvoll, vielleicht auch durchsetzungsfähig, vor denen du möglicherweise selber auch Angst hast, wo du dich so ein bisschen klein gemacht hast. Und weil es für dich bestimmt ist, selber auch in die Energie zu kommen. Und vielleicht hast du im Spiegel, weißt du, wo du das gesehen hast, hast du schlecht angefangen über solche Leute. Aber im Grunde genommen ist es dein Thema. Es ist dein Wachstumsthema, wo du her sollst. Nämlich in eine ganz kraftvolle, starke Persönlichkeit hineinzukommen, angstfrei in diese Energie hineinzukommen, die stark zu zeigen, die durchsetzungsfähig zu zeigen und nicht irgendwie so zu kuschen oder zu kauern. Ich nehme wirklich ein bisschen wahr, wie als würdest du so ein bisschen dich klein machen. Ja? Wenn jemand so ein Standing hat, wie die Segment, und die haben ja ein phänomenales Standing, können wir gar nichts sagen, ja, dass da ein Anteil von dir sich wie klein fühlt. Ja. Und das hat mit deinem Macht- bzw. eben Ohnmachtsthema zu tun. Und das ist ein Schattenthema von dir, wo in die Heilung kommen möchte. Und wo ganz viel Stabilität wird reinkommen, wenn diese Themen geheilt worden sind. Und wo vielleicht auch früher in deinem Leben, schon sehr früh, vielleicht etwas in dir verletzt worden ist, was mit der Würde zu tun hat, mit deiner Würde, mit deiner Menschenwürde. Und wo du seither einfach nicht mehr einen stabilen Stand in dir selber gehabt hast. Und das möchte heilen. Ja, wo man sieht hier ja auch, Kundalini-Energie, das ist natürlich eine unglaublich starke Energie, dass du dich aufrichten kannst und dass du in eine gute Energie kommst, in gute Beziehungen kommst und dass du deinen Schatten erkennst, dein Schattenthema, weil es hat etwas mit Ohnmacht zu tun und Panik auch und vielleicht auch im Spiegel von solchen Persönlichkeiten, dass du einfach mit Ohnmacht und Panik reagierst oder reagiert hast. Und eine grosse Angst hast auch, ja, wie erdrückt zu werden. Ganz interessant. Wenn du das heilst, dann wird hier die Energie vom König der Scheiben für dich präsent werden. Und er wird für dich die neue Führung übernehmen. Und zwar eine Führung, die aus sehr tiefer Weisheit kommt und die deine Weisheit möchte fördern. Und das ist eigentlich die ganze Lernaufgabe in diesem Innen. Weisheit von der Führung, ohne Machtgehabe und eine Bereinigung von deinen Partnerschaftsenergien. Ja, hier mit zwei von den Kelchen. Und ein Abschluss von einem wichtigen Lebenszyklus, damit du freudvoll und leicht in einen neuen Anfang kannst gehen. Gut, wir sammeln auch für dich die Energien. Öffne dich für die Freude. Verabschiede dich von der Ohnmacht. Lass den Machtmissbrauch hinter dir. Vielleicht auch, weil du geradeaus diesen Energien heraus wo du eine Verletzung erfahren hast, Schattenthemen aufgebaut hast von der Ohnmacht, von der Angst und anerkenne Dualität, das nehme ich hier auch vor und schau, dass das
für dich in einen neuen Wert wird können führen, die Erfahrungen. Auch wenn sie recht hart waren. Also ich nehme wirklich so vor, so mit der Zeckmette, das ist so so eine Energie, die so schlagend, mega stark ist. Also das kannst du eigentlich fast nicht heben, ähnlich wie die Donnerschläge, die ich hier vorhin gehört habe. Und das möchte von dir angeschaut und richtig verstanden werden. Das ist ein Schattenthema von dir. Und das möchte sich erlösen. Wie bewusst dir das ist, ist eine andere Frage. Gut. Es geht um eine sehr tiefe Heilung von deinem Selbstwert und von deinem Selbstvertrauen. Und von deiner somit inneren Stabilität. Und in diesem Sinn wünsche ich dir, hier ganz gut zu gelingen. Alles, alles Liebe. Und mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.